Jawohl. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar zum Thema der Meetingraum der Zukunft. Mein Name ist René Kress. Ich bin zuständig, hauptverantwortlich bei der Also Deutschland für Surface Hub, für MTA und Bose VB1. Und wir sind heute hier zusammen mit der Anna, der Violetta und dem Jens. Die Violetta kommt von HP, der Jens kommt von Poly und die Anna ist heute ist für unseren Solution Sales zuständig und wir machen heute gemeinsam, werden Sie heute gemeinsam zum Thema der Meetingraum der Zukunft updaten. Warum der Meetingraum der Zukunft? Weil, wenn man sich mal so schaut, wenn man einfach mal schaut, wie es früher ausgesehen hat, man hat einen Beamer an der Decke gehabt, man hat seine Informationen über verschiedene Kabel und so weiter und so fort. Man musste abdunkeln. Jeder hat seinen Laptop auf dem Tisch gehabt, noch ein Telefon neben sich und hat damit eben an den Meetings teilgenommen beziehungsweise die Meetings geführt. Heutzutage ist es so, dass wir auch Personen, Corona hat es gezeigt, wir sind eben jetzt auch so, wir müssen einfach weiterdenken. Viele Personen sitzen zu Hause im Homeoffice oder sitzen auch in anderen Ländern zum Beispiel. Wir müssen versuchen, mit ihnen zu kommunizieren und das auf eine ganz unkomplizierte Art und Weise. Und dafür sind eben diese neuen Systeme, deswegen sprechen wir von einem Meetingraum der Zukunft, so wie es eben das Leben in einem Meeting erleichtert und wir kommunizieren können mit Menschen, die vielleicht nicht gerade vor Ort sind und bei uns sind, sondern eben in ihrem Homeoffice oder in anderen Ländern, in ihren Büros und können an diesem teilnehmen und können auch über einen Service Hub beispielsweise sogar Präsentationen ändern und so weiter und quasi ein richtiges Teamwork damit schaffen. Und das sind eben diese Themen, die wir heute ein wenig zusammen hier ja, präsentieren möchten. Und da haben wir, wie gesagt, den Jens, die Violetta und die Anna, dass wir zusammen sozusagen heute dieses Webinar hier gestalten. Zu der Agenda heute, also ich habe das Ganze in drei Parts aufgeteilt. Wir haben einmal am Anfang das MTA-Business. MTA in diesem Fall ist es die Microsoft Teams Rooms Lösungen, ja, weil MTA ist eben Microsoft Teams Rooms Systeme oder die Teams Rooms Devices. Darunter gibt es jetzt HP, da gibt es Poly. Wir haben Yealink noch mit im Programm. Da wird auch bald noch die Firma Logitech mit dabei sein. Und es gibt noch viele andere Produkte, die auch sicherlich irgendwann unser Portfolio noch erweitern werden. Aber heute geht es erstmal primär um das Thema Poly und HP. Und ja, da haben wir eben diese Systeme, die wir Ihnen heute hier so ein bisschen vorstellen wollen natürlich. Und dafür haben wir eben Jens und Violetta da, die sich natürlich bestens damit auskennen. Ich sag mal, der nächste Part, also nach dem MTR-Bereich, ist das Thema Bose. Bose ist ähnlich aufgebaut wie auch ein MTA-System, aber bei Bose ist es jetzt so nicht Teams zertifiziert. Das bedeutet also, es ist jetzt ein Produkt, was natürlich was an Teams und Zoom und Webex und so weiter Meetings teilnehmen kann, was aber nicht unter dem Bereich Microsoft Teams Rooms fällt. Deswegen haben wir das separat gemacht. Ich erzähle da gleich was zu. Ich habe sie hier auch nochmal hier stehen. Dann haben wir auch noch das Lenovo ThinkSmart View, eine super Lösung, die auf einem Schreibtisch auch zu Hause im Homeoffice genutzt werden kann und das echt vom Allerfeinsten. Und dann natürlich als Abschluss das Surface Hub haben wir auch noch mal als Live-Demo, also Live-Demo in dem Fall, dass ich Ihnen natürlich versuchen möchte, so gut es geht, hier über dieses Webinar die Produkte zu präsentieren. Und dann möchte ich auch gar nicht weiter sprechen, sondern möchte natürlich die Möglichkeit geben, dass der Jens von Poly was zu seinen Produkten und zu seinem Business erzählen kann. Und da bin ich jetzt sehr gespannt und bin auch sehr glücklich, dass er hier ist. Vielen Dank, ich übergebe jetzt. Super, vielen Dank, René. Und an der Stelle möchte ich gerne übernehmen. Genau, das klappt auch schon hier mit der Steuerung. Wir probieren mal gerade. Teams macht es möglich. Super.
Muss auch nicht bei euch vor Ort sein. Wäre ich natürlich gern mal wieder, aber das hat leider noch nicht geklappt. Aber bestimmt im nächsten Durchlauf machen wir das mal nochmal bei euch vor Ort. Und da freue ich mich schon drauf. Genau, mein Name ist Jens Schneider. Ich bin Sales Engineer bei Poly. Das heißt, ich unterstütze zusammen mit meinen Kollegen, mit meinen SE-Kollegen, unsere Partner, unsere Kunden im Pre-Sales-Bereich und das in der ganzen Dachorganisation. Also das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz, da sind wir unterwegs. Und ich möchte Ihnen heute die Teams Room-Lösungen von Poly vorstellen. Fangen wir einfach mal an und starten hier mit der ersten Slide. Ich hoffe, das klappt jetzt hier mit dem Umschalten. Ja, super, da sind wir schon. Genau. Wir unterscheiden unsere Systeme in zwei Kategorien. Wir haben zum einen die Studio X-Serie. Die Studio X-Serie ist eine Android All-in-One Appliance. Das heißt, Sie haben ein Gerät, das montieren Sie oder installieren Sie über oder unter Ihrem Screen und da ist die komplette Technik drin. Das heißt, da kommt ein HDMI-Anschluss dran, da kommt ein Stromanschluss dran, ein Netzwerkanschluss dran. Sie melden das Gerät direkt an der Teams Cloud an und Sie sind fertig mit dem Deployment und können sofort mit Ihren Teams Calls starten. Die Unit oder die X-Serie gibt es in zwei verschiedenen Kategorien oder in zwei verschiedenen Größen. Zum einen die X30, da reden wir so 45 cm, sodass wir eine Vorstellung haben. Und die X50, die ist ein Stück größer, roundabout 60 cm, wo wir einen etwas größeren Raum mit abdecken können. Da haben wir eine größere Mikrofonausleuchtung, eine größere Lautsprecherausleuchtung und natürlich auch eine Kamera, die nochmal ein bisschen besser für einen größeren Raum adressiert ist. Bei der zweiten Kategorie auf der unteren Seite, das ist so, ich sag mal, das Windows-Based-System, was Sie kennen. Nämlich ist das Microsoft Teams Room System ein Windows Master Image. Das ist ein Windows 10 IoT, vielleicht mal gut gehört zu haben. Windows 10 IoT, das läuft auf diesem kleinen Rechner, den ich Ihnen gleich auch passend dazu zeige. Und da ist auch alles schon vorkonfiguriert. Das heißt, das packen Sie aus, schließen das an und dann begrüßt Sie einen Wizard und der möchte von Ihnen gerne die Teams-Credentials haben. Der Unterschied ist aber hier, dass wir da ein Windows-Based-System haben. Das heißt, wir haben auch natürlich mit Windows-Updates zu tun, wir haben mit Hardening zu tun, mit Virenscanner zu tun und das haben wir bei der All-in-One-Appliance nicht. Also da kann man halt wirklich seinen Flavor wählen, der am besten passt. Wenn ich sage, ich möchte das alles in einem System haben, ich möchte nicht mit Windows-Updates arbeiten, weil das nicht notwendig ist bei uns, dann passt das vielleicht besser für Sie. Und wenn Sie aber sagen, wir brauchen mehr Modularität, dann passt vielleicht das G10, G40, G80 steht hier noch auf der Folie, ist eigentlich das G85, erkläre ich gleich warum, passt vielleicht das Windows-basierte System besser für Ihren Use Case. Genau, nochmal zurück zu der Studio X30 hier in dem Beispiel. Sie sehen schon, das ist ein sauberes, einfaches Setup. Ich habe die Collaboration Bar, die montiere ich auf dem Screen, habe jetzt das Ganze hier auch schon abgebildet und habe dann zusätzlich noch die Möglichkeit, mit verschiedenen Peripheriegeräten zu arbeiten, wenn ich denn möchte. Ich muss aber nicht. Im Prinzip bin ich fertig. Mein Setup steht und ich kann sofort an meinen Meetings teilnehmen. Ich kann jetzt aber auch zum Beispiel, wie Sie hier auf der rechten Seite sehen, das Ganze erweitern. Also wir können unsere Trio anbinden. Hier in dem Beispiel die Trio C60, die Ihnen mehr Audioreichweite, mehr Mikrofonie und mehr Lautsprecherreichweite bietet. Sie können auch den Touch-Controller, entweder Sie bedienen das System sofort am Touchscreen oder aber Sie bedienen das System über die Trio oder aber Sie bedienen das hier über den auf der linken Seite abgebildeten TC8, unseren Touch-Controller, der einfach über PoE, also über Netzwerk mit angeschlossen wird und über Netzwerk dann übrigens auch direkt in die Teams Cloud rein kommuniziert. Das heißt, die können theoretisch auch in getrennten Netzen stehen und finden sich trotzdem, weil das Ganze komplett über die Cloud abgebildet wird. Wie ich schon gesagt habe, ist All-in-One. Die kompletten Updates erfolgen aus dem Teams Admin Center. Sie brauchen keine weiteren Updates hier zu fahren, sondern sobald Sie das Gerät anmelden an der Teams Cloud, wird im Teams Admin Center das Gerät freigeschaltet und ab diesem Punkt würden Sie auch neue Updates über das Teams Admin Center erhalten. Wir haben noch eine eigene Management-Lösung, PolyLens. PolyLens erlaubt es Ihnen, über das Teams Admin Center hinaus zu konfigurieren. Wenn Sie zum Beispiel, ich sag mal, einen Proxy-Server setzen möchten, VLAN-Einstellungen, ich möchte nicht zu technisch werden, darf ich auch nicht, hat mir René vorher gesagt, aber wenn es da Einstellungen gibt, die darüber hinausgehen, dann gibt es noch unseren eigenen Management-Service PolyLens.
Bei der All-in-One-Appliance, also X30, X50, ist es auch so, dass Teams eine App ist. Wir haben 8 verschiedene Apps momentan, 8 verschiedene Provider auf dem Gerät abgebildet. Sie können also im Prinzip jetzt in der aktuellen Version flexibel auch den Provider umschalten, wenn es notwendig ist. Sie können zum Beispiel unseren Poly-SIP-Modus verwenden, wenn Sie das Gerät an einer SIP-Infrastruktur anmelden möchten. Wenn Sie zum Beispiel sagen, heute nutze ich noch SIP, aber in Zukunft nutze ich Teams, dann können Sie das Gerät jetzt an SIP anbinden, können das komplett im SIP-Umfeld benutzen und dann langsam in die Teams-Phase starten und dann einfach die Teams-App auf dem Gerät auswählen. Das geht ganz bequem über ein Web-UI oder aber halt wieder über unser eigenes Management-Tool, zum Beispiel PolyLens. Genau, dann gehen wir aber weiter noch mal ein bisschen ins Detail. Wie sieht die X30? Jetzt habe ich mir mal rausgepickt für heute aus. Wir haben ganz klar vorne eine Kamera. Wir haben so einen Privacy Shutter. Das ist so eine Abdeckung. Magnetisch wird die hier befestigt. Sieht dann ganz nett aus. Und man sieht halt auf einen Blick, okay, die Kamera ist definitiv geschlossen. Wir haben verschiedene Anschlüsse. Wir haben zum Beispiel einen HDMI-Ausgang, logischerweise. Den brauchen wir für unseren Screen. Wir haben aber auch hier USB-Anschlüsse, wo Sie direkt den Touchscreen anschließen können. Das ist dann also wirklich ein Kabel für den Touch, ein Kabel für die Übertragung des Signals. Wir haben hier auch einen HDMI-Eingang, aber da unterscheiden sich so ein bisschen die Systeme. Bei dem Windows-basierten System ist HDMI-Input schon möglich, heute. Bei dem Android-basierten System noch nicht, steht aber glücklicherweise auf der Microsoft Roadmap, wird also definitiv kommen. Ich zeige Ihnen gleich noch ein bisschen was wir damit Firmware alles machen. Wir haben bei der X50 dann übrigens auch noch einen zweiten Monitorausgang. Da sehen Sie nochmal die Unterscheidung. Wenn ich jetzt zwei Monitore adressieren möchte, dann nehme ich dann eher die X50. Wenn ich mit einem Monitor für einen kleinen Raum auskomme, dann bin ich mit der X30 hier gut aufgestellt. Die Steuerung kann erfolgen über Remote. Hatte ich Ihnen vorher auf der Folie schon mal gezeigt. Also wir haben die Trio, den TC8, das sind Möglichkeiten zur Steuerung. Wir haben den Touchscreen, also das heißt den Screen an sich von meinem Gerät. Und zusätzlich in Zukunft wird es auch die Möglichkeit geben, auch bei dem Windows-Based-System natürlich Cortana zu nutzen, dass ich über den Sprachassistenten, ich komme in meinen Raum, sage, hallo Cortana, starte mein Meeting um 15 Uhr zum Beispiel und Cortana startet mein Meeting und ich brauche dafür nichts zu berühren, was vielleicht in Zukunft ein wichtiges Thema sein wird oder auch heute schon ist. Das Ganze geht auch mit dem Smartphone. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie mit Teams schon gearbeitet und experimentiert haben. Sie können auch mit Ihrem Smartphone in den Raum reinkommen und den Raum mit einladen. Die kommunizieren über Bluetooth und können dann sofort das Meeting starten und brauchen also gar keine Touch-Interaktion mit dem System. Genau, ich hatte gerade schon mal gesagt, die Updates kommen komplett aus dem Teams Admin Center. Und eine große Neuerung, die wir gerade bekommen haben, jetzt ungefähr 2 Wochen her, ist ein komplettes Update des UIs. Und zwar ist es so, dass Microsoft vor einiger Zeit schon bestätigt hat, dass die Collaboration Bars in Zukunft nicht mehr Collaboration Bars heißen werden, sondern MTR for Android. Also wir haben dann MTR für Windows und MTR für Android. Damit merkt man schon, man möchte eine Angleichung der Features hier erreichen. Und ein großer Schwachpunkt bis dato war, dass der Touch-Controller, vielleicht haben Sie es auf den Folien vorher schon gesehen, relativ simpel dargestellt war. Also ich hatte einfach nur so ein Steuerkreuz und damit konnte ich mein Meeting auswählen oder auch eine Anmeldung machen oder aber auch jemanden in meinem Kontaktverzeichnis suchen. Und das ist jetzt wesentlich besser geworden. Und zwar haben wir uns da mit dem neuen Update sozusagen synchronisiert mit dem MTR for Windows. Man sieht es hier, so sieht heute der TC8 aus, also der Touch-Controller. So sieht aber auch heute das Interface auf dem eigentlichen Unit aus. Also wir haben hier ein super komfortables Interface. Ich drücke hier nur noch meinen Join-Button, bin in meinem Call drin. Wir haben weitere Funktionen hinzugefügt, wie zum Beispiel diese Meet-Now-Schaltfläche. Das kennen Sie vielleicht beim Windows-Based-System schon. Gibt es jetzt auch auf Android basiert. Das heißt, ich drücke auf Meet Now, habe sofort mein komplettes Verzeichnis und kann nach Kollegen suchen oder auch nach externen Teams-Usern und die einfach sofort von der Unit aus anrufen. Das sind Features, wie gesagt, die waren zur Release noch nicht verfügbar und sind jetzt vor ungefähr 2 Wochen mit einem Update nachgeliefert worden. Und Sie erinnern sich, das Update kommt direkt aus dem Teams Admin Center. Das heißt, Sie müssen nichts unternehmen. Das Update wird automatisch auf der Unit deployed. Sie können das natürlich im Teams Admin Center auch ausschalten, das automatische Deployment, was wir in der Regel empfehlen, dass man es erstmal testen kann, ob es in die eigene Infrastruktur passt. Aber generell wird die Unit dann aus dem Teams Admin Center sofort auf den neuesten Stand gebracht
und Sie können sofort die neuen Funktionen nutzen. Auf ähnliche Art und Weise werden wir dann in Zukunft zum Beispiel auch den HDMI-Input als Update wieder anbieten. Keine Windows-Updates, kein Hardening, was Sie selber betreiben müssen, sondern alles komplett aus einem Cloud-Portal. Dann gehen wir weiter und kommen zum Windows-basierten System. Das Windows-basierte System besteht aus drei Komponenten, aus drei Basiskomponenten. Zum einen haben wir den Controller, das ist hier übrigens nicht der TC8, sondern der GC8, der unterscheidet sich im Input. Das ist kein Netzwerk-Controller, sondern ein USB-Controller. Das liegt an den Vorgaben von Microsoft hier an der Stelle. Wir wissen, es gibt natürlich auch Netzwerksysteme, das ist aber immer ein USB-Umsetzer. Also USB ist eigentlich immer die Präferenz. Das liegt zum Beispiel daran, dass ich eine möglichst geringe Latenz haben möchte, wenn ich meinen HDMI hier share, weil hier ist das ja möglich. Sie sehen schon den Touch-Controller, der sieht sehr ähnlich aus heute wie der TC8 durch das Angleichen mit dem Update. Dann haben wir den Compute, also diese Recheneinheit. Das ist in unserem Fall hier ein Lenovo OEM-PC, so ein Tiny-PC. Der steckt hier in dem Gehäuse drin. Das Gehäuse ist fertig für die Wandmontage, da ist eine Zugentlastung und alles drin. Das montieren Sie hinter dem Screen oder ja, wo es am besten passt. Haben dann die Verkabelung zum Controller und dann natürlich zu dem jeweiligen Peripheriegerät. Als Beispiel die Studio USB oder die Trio mit dem Eagle Eye Director zeige ich Ihnen gleich nochmal auf der nächsten Folie etwas detaillierter. Genau genommen gibt es das System in drei verschiedenen Kategorien oder in drei verschiedenen Ausführungen. Wir haben einmal das G10T, das Basiskit. Das besteht aus dem PC mit dem Gehäuse und dem Touch-Controller und natürlich aber auch unserem hier im Standardpaket enthaltenen 10 Meter langen USB-Fiber-Cable. Das Kabel gibt es dann übrigens in 10, 25 und 40 Meter. Standard ist dann hier, wie man sieht, das 10 Meter Kabel. Das passt für Sie oder für unsere Kunden, die sagen, ich habe schon eine Studio USB ich habe vorher Bring Your Own Device versucht, möchte ich nicht mehr machen. Ich möchte nicht, dass jemand seinen Laptop mehr anschließen muss, sondern ich möchte einen vollständig integrierten Raum haben. Ich möchte einen Touch-Controller auf dem Tisch stehen haben. Ich möchte, dass der Raum eine E-Mail-Adresse in meinem Exchange hat. Und wenn ich in den Raum reingehe, dann habe ich ihn vorher einfach eingeladen. Ich weiß, dass der Raum für mich blockiert ist, dass da kein anderer drin sein kann, weil er über den Exchange reserviert wurde. Habe dann mein Meeting sofort auf den Touch-Controller, drücke auf meinen Termin und bin sofort in meinem Termin drin. Und da bietet sich dann an zu sagen, okay, wir haben die Studio USB schon, wir erweitern das Ganze mit dem G10T und haben dann ein voll integriertes Teams-Room-System. In der Mitte haben wir dann das G40T. Das G40T besteht aus dem G10T, klar, plus dann die Studio USB schon dabei. Also für alle, die sagen, nein, ich habe noch keine Peripheriegeräte, ich brauche noch die Studio zum Beispiel, dann habe ich hier das perfekte Setup. Die Studio USB, falls Sie sie noch nicht kennen, unbedingt ausprobieren, ist eine All-in-One-Solution, wie auch unsere X-Serie, allerdings mit dem Unterschied, dass es eine USB-Kamera ist. Wir haben hier Lautsprecher drin, wir haben Mikrofonie drin und wir haben eine Kamera drin. Allerdings das, was Sie vielleicht kennen aus der Vergangenheit von Polycom. Also wirklich perfekte Videoqualität, super Features. Wir haben zum Beispiel Akustik-Fans. Das ist ein Feature, was alles aus einem gewissen Bereich rausblockt. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Meetingraum haben, jemand kommt in die Tür rein und diese Tür liegt außerhalb des Akustik-Fans, dann wird dieses Geräusch nicht in den Call übertragen. Ist ganz praktisch, wenn zum Beispiel jemand reinkommt und irgendwas sagt, was vielleicht nicht in diesen Call reingehören sollte. Als Sicherheitsfunktion können Sie den Akustik-Fans nutzen, um alles rauszublocken, was außerhalb dieses Meeting-Bereichs liegt. Dann haben wir Noise-Block. Noise-Block ist eine Funktion, Sie kennen das vielleicht, wenn Sie in einem Call drin sind, wo Teilnehmer in einem Raum sitzen. Da wird zum Beispiel auf der Tastatur geschrieben, Notes genommen. Da stellt jemand die Flasche ab oder schüttet sich Wasser ein. Das sind alles störende Geräusche, die allen Teilnehmern übertragen werden. Und mit Noiseblock gehen wir hin und filtern alles raus, was keine menschliche Sprache ist. Gerade dann, wenn keiner spricht. Werden die Mikrofone wirklich automatisch sofort gemutet, merken Sie gar nicht. Und sobald jemand wieder spricht, erkennt die Unit, dass menschliche Sprache hier zum Einsatz kommt und unmutet die Mikrofone wieder.
Dann haben wir noch das große Paket sozusagen, das ist die G85T für größere Räume mit unserem bewährten Eagle Eye Director dabei. Ne, das ist eine Kamera, die bis zu 10 Meter tief in den Raum reinzoomen kann und die Speaker automatisch trackt und verfolgt. Macht übrigens die Studio USB auch. Da haben Sie auch die Möglichkeit, Group Framing zu machen, Speaker Framing und sogar, wir haben jetzt neu den Referenten-Mode, wo sie sich frei durch den Raum bewegen können und wirklich von der Kamera verfolgt werden. Und ähnlich ist es auch bei unserer Eagle Eye Director. Wir haben zwei Kameras, dass immer der aktuelle Sprecher oder der vorherige Sprecher und der nächste Sprecher sofort im Bild sind. Und wir haben unten noch diese Field of View Kamera, die den kompletten Raum nochmal zeigt. Das Ganze kann auch erweitert werden. Ich könnte den Eagle Eye Director auch kaskadieren, habe dann zwei im Raum. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte, dass die Person, die vorne steht und in den Raum reinguckt, gefilmt wird und aber auch die Person, die am Tisch sitzt als Beispiel. Beim G85 gehen wir dann hin und bundeln oder können dann das Ganze erweitern mit der Trio für Audio, damit Sie, weil wir hier Audio benötigen, dann haben wir die Trio auf dem Tisch, die schließen wir an dem Touch-Controller an, da ist kein weiteres Kabel notwendig und können dann hier drüber das Audio abbilden und auch noch erweitern, indem wir auch wieder die Trio kaskadieren können und weitere Zusatzmikrofone anbinden können, wenn der Raum vielleicht eine gewisse Größe überschreitet. Genau, und dann möchte ich ganz gerne noch, erstmal hoffentlich hat Ihnen das einen guten Überblick gegeben über unsere Teams Room-Lösungen und ich freue mich natürlich über Kontakt von Ihnen, vielleicht mit Fragen, wie Sie Ihre Räume ausstatten können und möchte aber natürlich an der Stelle noch darauf hinweisen, dass Poly mit Microsoft sehr eng zusammenarbeitet. Und nicht nur Microsoft Teams Room Systems hier anbietet, sondern halt auch ein sehr großes Portfolio an Teams-zertifizierten Geräten, wie zum Beispiel unsere Headset-Serien. Und dann würde ich sagen, vielen Dank und würde zurück an René übergeben. Super, vielen lieben Dank, Jens. Das war wirklich sehr, sehr informativ. Und das ist immer das Gute, weil ich bin ja auch noch nicht so lange bei diesem Thema MTA dabei. Und ist natürlich sowas wie so ein Webinar und wenn wir uns dann zusammen auch von Violetta, habe ich tatsächlich schon mal ein Webinar genossen, beziehungsweise eine Präsentation, deswegen da weiß ich ein bisschen Bescheid. Bei dir war das jetzt gerade ganz neu und jetzt für mich wirklich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr informativ. Deswegen vielen Dank auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, ich will auch gar nicht viel Zeit verlieren zwischendurch. Wir haben nämlich die Violetta, die gerne etwas zu HP sagen möchte. Und wir haben auch das eine Produkt hier und da ist auch eine, das kannst du gleich nochmal in mehr Details machen, da ist auch ein Bang & Olufsen Lautsprecher verbaut und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mal bei Bang & Olufsen gearbeitet habe. Deswegen fühle ich mich da so ein bisschen verbunden. Nein, aber tolles Produkt und haben wir, wie gesagt, hier schon im Test gehabt und weitere Details und alles zum Produkt erzählt uns jetzt die Violetta. Danke. Ja, gerne, gerne. Hallo René, hallo zusammen. Erstmal vielen Dank für die Einladung, René. Mein Name ist Violette Gramova, Partner Marketing Manager für Collaboration Solutions für Europa bei HP. Jetzt werde ich Ihnen ganz kurz über HP Collaboration Solutions erzählen und die Solutions vorstellen. Ja. Die Konferenzlösungen sind, der Name der Konferenzlösungen ist eigentlich HP Elite Slice G2. Wir haben drei Versionen, HP Elite Slice G2, HP Elite Slice G2 Audio Ready und HP Elite Slice G2 Partner Ready. Was ist der Unterschied? HP Elite Slice G2 besteht aus zwei Modulen. Wir haben Display, Center of Room Control. Wir haben auch Rechner mit Audiomodul, das heißt Audiosystem ist voll integriert. Es gibt vier Mikrofone, vier Lautsprecher, wie schon René erwähnt hat. Das ist eine sehr gute Audioqualität für kleinere Fokusräume oder kleinere, mittlere Konferenzräume. Das ist eine Tabletop-Solution. Das heißt, HP Elite Slice G2 muss auf dem Tisch positioniert werden. Die nächste Version von HP Elite Slice G2 ist HP Elite Slice G2 Audio Ready. Es besteht wieder aus zwei Komponenten. Wir haben ein Display. Mit diesem Display können wir das Meeting ganz einfach einplanen und steuern. Und es gibt Recheneinheit. In dieser Solution gibt es kein Audio-Modul. Das heißt, Audio-Ready ist unsere Konferenzlösung für die Unternehmen, die schon ein eigenes Audiosystem haben.
Sie haben Mikrofone, Sie haben Lautsprecher, die auf dem Tisch verteilt werden können. Und diese Mikrofone und Lautsprecher können mit Audio Ready verbunden werden. Audio Ready ist Front of Room Solution, das heißt, der Rechner kann unter dem Tisch, hinter dem Display oder unter dem Display installiert werden und da versteckt werden dank Wasserhalterung. Deswegen haben wir auch eine Kabelverlängerungsoption mit 5 und 15 Meter. Und das ist unser vielseitiges Produkt. Audio Ready ist geeignet für alle Raumgrößen, kleinere oder sondergroße Konferenzräume. Die letzte Version von Slice ist Hability Slice G2 Partner Ready. Das ist ja eine spezifische Lösung für spezielle Räume. Das ist nur Rechneinheit. Diese Solution ist kombinierbar mit zertifizierten Drittanbietern, Displays oder Audio-Video-Peripheriegeräten und ist passend wirklich für jeden Raum. Die wichtigsten Merkmale für die Collaboration Solution sind die Vielseitigkeit, dass sie für jeden Raum passend sind, dass sie skalierbar sind. Man kann diese Solutions auch positionieren, ja, wie gesagt, oder auf dem Tisch mit Audiomodul oder man kann diese Lösungen verstecken hinter dem Display oder hinter dem Tisch. Das andere Merkmal ist die Sicherheit. HP Sure Start Technologie ist unsere Software-Sicherheit für Konferenzsysteme. HP Sure Start stellt das BIOS nach Malangriffen, Attacken automatisch wieder her. Und das macht unser Konferenzsystem das einzige mit selbstheilendem BIOS. Sie wissen, dass die Konferenzgeräte eigentlich gemeinsam genutzte Geräte sind. Sie sind nicht ständig überwacht und sind fast immer eingeschaltet. Deswegen ist die Sicherheit für unser Konferenzsystem für uns besonders wichtig. Falls die Sicherheit auch eine sehr große Rolle für die Kunden spielt, dann ist die HP Collaboration Solution die beste Lösung für die Kunden in diesem Fall. Wir haben auch eine Partnerschaft mit Avocor und können interaktive Displays anbieten. Sie sind Third-Party-Branded Displays, das heißt, wie gesagt, von Avocor gemacht, aber man kann diese interaktive Displays auch über HP bestellen. Es gibt HP Produktnummer, HP Garantie und weltweiten Support. Diese Geräte sind kompatibel mit Microsoft Teams und die interaktiven Displays haben drei große für unterschiedliche Bedürfnisse. Da das Video und Videosystem und Kamera besonders wichtig für die Digitalisierung der Konferenzräume ist, haben wir Partnerschaften in unterschiedliche Audio-Video-Unternehmen wie Jabra, Poly, Logitech, Bose. Und jetzt auf dieser Folie sehen wir die optimale Kombination für Fokusräume und mittlere, kleinere Räume. Das ist Hability Slice G2 mit sehr guter Audioqualität und Jabra Panacast, eine wirklich sehr gute, intelligente Kamera, die für kleinere Räume passend ist. Die nächste optimale Kombination ist mit Bose. Das ist eine spezielle Partnerschaft. Und das ist eine Konfiguration mit HP Elite Slice G2 Audio Ready, unser vielseitiges Produkt für jeden Raum, und Bose Videobar VB1. Die HP Solutions sind auch kompatibel mit Polykameras für jeden Raum und abhängig von Kundenbedürfnissen natürlich und auch mit Logitech für Fokusräume oder für die größeren Konferenzräume. Ich hoffe, Sie haben einen guten Überblick bekommen über die HP-Konferenzlösungen. Wir wollen natürlich HP One-Stop-Shop zu sein und das kommt noch. Falls Sie Fragen haben, stehen wir gerne zur Verfügung, ich und das ALSO-Team. Jetzt werde ich an René übergeben und nochmal vielen Dank für die Zeit und Aufmerksamkeit. Super, Violetta. Vielen, vielen lieben Dank. War auch wirklich nochmal sehr, sehr informativ. Und es sind eben, ich finde das so schön, dass diese Systeme auch von den verschiedenen Herstellern einfach so gut miteinander zusammenarbeiten. Dass es auch da so eine Kooperation gibt. Und gerade mit der Bose, auch mit Poly zusammen, mit den Kameras, weil
es ist einfach so, die Kameras von Poly gehören eben einfach zu den besten, die es gibt. Und jemand, also wie Jens gerade schon sagte, eine Kamera, die dem Referenten folgt. Ja? Ich kenne solche Funktionen bei einem Gimbal beispielsweise für ein Handy oder was auch immer, aber nicht in einem Meetingraum. Also wie weit wir gekommen sind. Wenn ich noch überlege, dass ich mal vor, wo noch die ISI in Amsterdam, da war ein System aufgebaut mit einer Lehrerin für den Edu-Bereich und so weiter. Und die Kamera hat auf vier verschiedenen Punkten die Lehrerin verfolgt. Und man hat wirklich tatsächlich so, wie in einem Film hat man das gesehen. Und so etwas jetzt auch in einem Meetingraum zu haben, weil diese Kameras haben Unmengen an Geld gekostet. Und wenn man sich überlegt, so was kann ich denn auch in einem Meetingraum haben mit Poly, das Ganze in Verbindung mit HP und hier mit so einem System, so einem Elite-Slice-System, das ist einfach, das ist, wie gesagt, davon sprechen wir, das ist die Zukunft. Und diese ganzen Produkte zu verkaufen, diese Produkte zu, die Lösungen zusammenzubringen, wie man einen Meetingraum ausstattet und so weiter, gehört natürlich genauso dazu. Ja, wir wollen jetzt nicht nur, viele sprechen ja immer von dieser Kistenschieberei. Und man sagt, ja, wir haben die Produkte natürlich, aber wir haben auch den Service dahinter. Und nämlich das Rundum-Sorglos-Paket hinter einem Produkt, hinter BUs, hinter vielen Personen, die zusammenarbeiten. Da gibt es eben eine Person, wie unsere Anna zum Beispiel, die das Ganze dann zusammenbringt, die Menschen zusammenbringt, die Produkte zusammenbringt, die perfekte Beratung bieten kann, einen Meetingraum so perfekt auszustatten, dass man wirklich Freude daran hat. Und deswegen möchte ich jetzt die Überleitung sozusagen dann zu Anna geben und ihr die Chance geben, auch hier etwas über den Solution Sales oder Solution Part zu präsentieren. Ja, vielen Dank, René. Vielen Dank auch an Violetta und Jens für die super spannenden und guten Einblicke in die jeweiligen Lösungen. Und ja, genau, wie das ganzheitlich aussehen kann, darauf möchte ich dann jetzt nochmal eingehen. Vorab möchte ich auch gerne kurz auf das ISO Solutions Business Team eingehen, falls Sie uns noch nicht kennen als Abteilung. Wir unterscheiden uns im Sinn etwas von den anderen Abteilungen, da wir herstellerübergreifend bzw. herstellerunabhängig arbeiten und entsprechend darauf fokussiert sind, Sie bei Ihren IT-Projekten zu begleiten, mit ihnen gemeinschaftlich eine optimale Endkunden-individuelle Lösung zu entwickeln, sodass diese wirklich dann auch auf die Bedürfnisse passt und sie dabei zu begleiten und entsprechend auch natürlich zu beraten. Bei uns kriegen Sie einen Single Point of Contact, der innerhalb der also die Fäden in der Hand hält und die einzelnen Abteilungen miteinander verknüpft, unsere Serviceabteilung, also Tochterfirmen zum Beispiel, noch mit hinzuzieht, damit Sie eine ganzheitliche Lösung dann Ihrem Endkunden präsentieren und anbieten können. Und wie gesagt, wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Kundenprojekts. Links zum Beispiel sieht man unseren ISO Solution Stack. Da sind auch nochmal einzelne Bausteine aufgeführt, wie zum Beispiel, wenn Sie mit Ihrem IT-Problem, mit Ihrer Anfrage zu uns kommen, die vielleicht noch gar nicht auf den Hersteller ausgelegt ist oder total noch nicht spezifiziert ist genauer, dass Sie einfach zusammen erstmal in der Analyse gehen und Sie dann die entsprechende Beratung bekommen, wir eine Lösung aus dem ISO-Portfolio heraus designen und konfigurieren und dann natürlich auch Ihnen entsprechende Finanzierungskonzepte anbieten können, also dass die Hardware nicht zwingend gekauft werden muss und der Service, sondern dass das Ganze natürlich auch geleased, gemietet, wie auch immer, as a Service bezogen werden kann und sodass der Preis einfach auch vielleicht gar nicht zum Showstopper werden kann oder man gegebenenfalls sogar vielleicht ein bisschen die bessere Hardware nehmen möchte, Ihr Endkunde, da das dann monatlich bezahlt werden kann. Ja, natürlich unterstützen wir Sie auch bei der Vermarktung und der Präsentation bei Ihrem Endkunden und zum Thema Beschaffung und Logistik, denke ich, muss ich gar nicht viel sagen. Das ist unsere Kernkompetenz, dafür kennen Sie uns. Dann das ganze Thema Installation und Migration, gerade bei so einem Meetingraum. Wir haben jetzt hier tolle Komponenten gesehen, die natürlich einfach schon mal auf den Tisch zu stellen sind. Aber wenn es dann ums Display befestigen geht oder um eine Wandmontage, da können wir Sie auch unterstützen, dass Sie das gegebenenfalls Ihrem Kunden als Service auch dazu verkaufen können. Wir können auch einen entsprechenden
Support oder ein Monitoring-Konzept anbieten, dass wir ein Helpdesk haben, einen First-Level-Support oder was auch immer Sie da möchten. Wir unterstützen Sie da gerne. Und letztlich auch das ganze Thema Remarketing, weil es der Kunde gegebenenfalls alte Hardware hat und die gegebenenfalls ersetzen möchte, können wir auch gerne Ihnen dafür ein Angebot machen. Also wir verknüpfen die einzelnen Geschäftsfelder zu einer ganzheitlichen Lösung und da versuchen wir Sie jederzeit bei zu unterstützen. Ja, was wir noch machen, ist zum einen das Lösungsgeschäft auch, dass wir schauen, wo ist aktuell Bedarf am Markt, wo ist die Nachfrage bei Endkunden zurzeit da. Ich meine, gerade neue, moderne, smarte Meetingräume oder auch generell alles um den Modern Workplace Collaboration, das sind ja aktuell natürlich, ist ein Trend und Corona-bedingt natürlich. Ja, und da entwickeln wir entsprechende Lösungen und bauen die in sogenannten Solution Papern auf, die Sie auch auf der Solutions Homepage finden. Wir schauen einfach, was ist, welche Märkte wollen wir damit erschließen, arbeiten Endkunden Mehrwerte auf, sodass sie die Lösungen dann auch entsprechend bei ihren Kunden platzieren können und neue Kunden dadurch angehen können oder auch Bestandskunden angehen können. Und genau. Zudem kümmern wir uns noch um Weiterbildung, Know-how-Transfer. Wir bieten zum einen den Stack als Workshop an, dass wir das Ganze schulen, den sogenannten Lösungsvertrieb, also nicht nur den reinen Hardware-Verkauf, sondern das ganzheitlich zu sehen, Hardware, Software, Service als ganzheitliche Lösung. Und haben dann auch noch regelmäßig Online-Trainings, welche wir in einem circa dreiwöchigen Rhythmus durchführen, immer zu unterschiedlichen Themen. Heute hatten wir gerade eins zur Infrastructure Cloud Plattform und haben jetzt im Juni noch eins zu IoT, ein kleines Update. Also schauen Sie da auch gerne vorbei. Und um nun noch mal ein bisschen konkreter zu werden, gleich habe ich zum einen nochmal das Team für Sie aufgeführt. Also hier sehen Sie auch, wir haben unterschiedliche Kompetenzfelder. Ich betreue zum Beispiel Themen wie Modern Workplace, Collaboration, Conferencing und Digital Signage. Und sonst haben wir noch natürlich IoT und auch viel Software und auch das ganze Thema rund um Education bei uns im Team. Und sodass wir Sie umfangreich beraten können und für jedes Thema auch eine entsprechende Lösung finden. Ja, nur nochmal ein bisschen konkreter zu werden. Wie sieht denn, wir haben jetzt hier Microsoft Teams Rooms Systeme schon kennengelernt, gesehen. Seitens der ALSO haben wir da zum einen, wie erwähnt, Poly und HP im Portfolio, aber auch Logitech und Yealink. Und natürlich hat man dann so ein System, aber das ist natürlich noch nicht alles, wenn man einen Meetingraum aufbauen möchte und ausstatten möchte, sondern man braucht dann gegebenenfalls noch, wenn wir jetzt bei Teams bleiben, eine Teams-Room-Lizenz und auch ein Display oder ein Projektor, wo man das Bild dann entsprechend das Meeting abbilden kann. Man kann natürlich das Ganze mit weiteren zertifizierten Devices ergänzen oder auch ein Surface Hub zum kollaborativen Arbeiten hinzufügen, dass man falls noch eine Whiteboard-Möglichkeit hatten, mit einem digitalen Whiteboard zu arbeiten und das alles gleich ins Meeting einfließen zu lassen. Und natürlich auch, um das nochmal weiterzudenken, kann man einen Meetingraum auch mit entsprechender Sensorik ausstatten, dass man und auch mit digitaler Türbeschilderung, dass man sozusagen ein digitales Raummanagement hat, ihn online buchen kann und auch dieser sich freischaltet, wenn die Sensoren erkennen, es ist ist zwar eigentlich ein Meeting geplant, aber es ist gar keiner erschienen. Und dann wird der Meetingraum wieder freigegeben, sodass andere Kollegen den nutzen können. Ja, das Ganze ist natürlich dann auch mit ergänzenden Services anzureichern, dass man den Meetingraum seinem Endkunden as a Service anbietet und entsprechende Finanzierungskonzepte dazu verkauft oder auch, wie schon erwähnt, die Montage natürlich und das Ganze den Rollout oder auch das ganze Remarketing ist natürlich dann ein spannendes Thema. All da können wir Sie unterstützen. Also wir haben hier hohes Servicepotenzial bei diesem Thema für Ihren Endkunden. Und ich berate Sie da gerne ganzheitlich, herstellerübergreifend, sodass wir gemeinsam schauen können, was ist für Ihren Endkunden die perfekte Lösung für seinen Meetingraum.
Genau, und dann bedanke ich mich auch schon und würde jetzt von den Slides mal weggehen und an René übergeben, der in die Live-Demo übergeht und noch ein bisschen Abwechslung hier reinzubringen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank. Und René, du darfst. Dankeschön. Danke, Anna. Vielen lieben Dank. Ja, auch das war das Thema oder Solution Sales, das kenne ich natürlich sehr gut, weil wenn wir da also sind, dann daten wir uns ja sowieso immer zusammen ab, so meistens auch in vielen zusammen in Teams Calls. Deswegen, also ja, das Thema ist mir definitiv geläufig und habe es auch schon etliche Male in meinen ganzen Präsentationen und Online-Trainings, die ich so anbiete, auch schon erwähnt. Deswegen aber trotzdem immer wieder schön zu hören, wie das Netzwerk oder das ganze Konstrukt vernünftig funktioniert. Vielen lieben Dank, Anna. Ja, ich würde sagen, also mit der Live-Demo, des Bose-Produktes, habe ich etwas geändert. Das heißt, eine Live-Demo, so wird es nicht geben, weil eine Live-Demo, ich kann natürlich die Bose an das Webinar hier anschließen und dann könnte man eben sehen aber im Endeffekt funktioniert dann irgendetwas nicht und wir müssen warten. Deswegen würde ich nämlich Folgendes machen. Ich würde das Ganze anbieten, ein Online-Training zu machen. Das kann man mit mir buchen, keine Ahnung, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und dann können wir über das Produkt, genau wie das Surface Hub, können wir viel erzählen, viel sprechen drüber und erklären und präsentieren und so weiter. Das würde ich anbieten, natürlich kostenlos. Wenn ihr selber jetzt nichts mehr beizutragen habt, weil das war ja alles integriert, also alles dabei, was wir brauchen, dann könnt ihr natürlich gerne den Call verlassen. Und ich würde dann sozusagen mit meinem Part weitermachen. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei Violetta und Jens und Anna und gehe dann über sozusagen in meinen Part und da geht es jetzt weiter mit der Bose. Wie gesagt, eine Live-Demo der VB1 macht jetzt hier wenig Sinn. Man könnte es, wie gesagt, anschließen und so weiter, aber ich hatte da Angst einfach, dass es etwas zu langatmig wird und daher machen wir das lieber in einer Session, in einer privaten Session, sagen wir mal, ja, also direkt. Die Bose, haben wir ja gerade schon gesehen, Bose passt zum Beispiel auch sehr schön zu dem HP-Produkt zusammen, weil wir haben hier die Kamera, wir haben hier auch nochmal ein Soundsystem mit dabei. Das haben wir natürlich jetzt hier bei dem HP-Produkt genauso, aber wir haben jetzt hier die Kamera nicht, also können wir die Kamera von dem Bose-Produkt nutzen. Und ich habe zum Beispiel auch bei YouTube ein Video online, wo ich auch so ein bisschen die Präsentation, also das hat so ungefähr so 3-3,5 Minuten, um einfach mal das Produkt mal so ein bisschen zu zeigen. Und da hatte ich tatsächlich an den Surface Hub angeschlossen, aber dann hat man schon gesehen, ich habe natürlich ein scharfes Bild gehabt, aber Sie konnten es nicht sehen und daher habe ich da auch da nochmal angeboten, natürlich gerne dieses Online-Training zu machen. Da ist man eben einfach ein bisschen mehr abgedatet. Trotzdem einfach mal kurz zu dem Produkt hier. Also gehört ja auch zu einer Live-Demo dazu, dass man eben das Produkt vielleicht einfach mal in die Hand nimmt und mal vernünftig zeigt. Ja, also hier unten drunter haben wir einen Fuß, den kann man kann man im Winkel verstellen, ja, wie man es auch immer braucht. Das heißt, wenn es jetzt auf einem Tisch zum Beispiel steht und ich stehe hier, ja, dann will man nicht nur den Bereich hier sehen, sondern dann gehe ich hier hin und drückt das hoch und kann eben auch von unten nach oben filmen. Und dafür ist eben dieser Fuß da. Es gibt natürlich auch so ein Display-Mounting-Kit. Mounting-Kit, ja genau. Das wird dann an dem Display hinten befestigt. Also wenn man zum Beispiel an der Wand ein Surface Hub hängen hat, oder wobei Surface Hub hat natürlich auch hier schon eine integrierte Kamera oder aufgesetzte Kamera, aber wenn man Displays hat, die keine integrierte Kamera hat, ist das natürlich perfekt. Ja? So ein Bose-System kann man dann unten unter das Display schrauben, man hat keine Kabel, wie man sieht, und dann funktioniert das sofort. Ja. Der Unterschied, oder was ich vorhin sagte, Teams zertifiziert, das war nicht ganz richtig, denn hier ist die Basis Windows. Ja. Wir haben hier ja keinen Rechner, deswegen fallen diese Systeme nicht unter einem Microsoft Teams Rooms System, sondern ist eben wirklich einfach nur ein Wiedergabegerät, beziehungsweise mit dem Mikrofon natürlich im Meetingraum zu verwenden. Aber man braucht eben immer den Laptop dazu oder ein Produkt, was eben die Teams-Verbindung schafft, damit das Bose-System sozusagen den Raum dann präsentieren kann. Nochmal ganz kurz zum Produkt selber.
ich ziehe das nochmal raus hier. Ne, man sieht, hier hinten sind diese Ohren dran. Die kann man auch hochziehen. Ich meine, hochdrücken. Ja, das heißt, wenn man es zum Beispiel gar nicht in den Standfuß reinstecken möchte, sondern eben vielleicht einfach so auf den Tisch stellen möchte. Wandhalterung, ist jetzt so ein bisschen, also das würde ich jetzt so nicht machen. Ja, man könnte es tun, aber ich denke mal, irgendwann, hier sind auch noch Schrauben, die man, wo man das Ganze ein bisschen festziehen kann. Aber als Wandhalterung nutzbar habe ich so noch nicht gesehen. Klar, würde funktionieren, wenn man jetzt hier eine Schraube durchzieht, hat man hier sogar die Möglichkeit, die von unten noch zu kontern. Aber ich glaube, dafür ist es nicht gedacht. Ja, deswegen Display Mounting Kit für das Display und hier der Standfuß. Und dann kann ich die Nasen wieder rumbiegen und dann geht es weiter. So, wir haben hier den Stromanschluss, wir haben hier ein Audio-In, wir haben USB-Anschluss, wir haben HDMI, also wir können hier auch mit HDMI direkt mit den Displays verbinden. Ja, also jetzt mit dem Surface Hub könnte ich zum Beispiel jetzt hier direkt verbinden, das haben wir letztes Mal gemacht, wobei letztes Mal bin ich über den PC gegangen und habe es nicht direkt verbunden, aber auch wie gesagt, die Bildqualität, was ich gesehen habe, war natürlich super. Das, was Sie gesehen haben, war okay. Aber jetzt nicht so, dass man sagt, boah, das ist ja super, das muss ich unbedingt haben, das Produkt. Daher muss man, wenn man das Besondere an der Bose VW1 sehen möchte, dann würde ich sagen, nutze ich die VW1 für das Webinar oder beziehungsweise für die Präsentation, einem Online-Training, nenne ich das immer so, das ist eigentlich eine Online-Präsentation, weil ich musste ja mir was einfallen lassen, ich kann mit den Produkten ja nicht mehr zu Ihnen kommen, sondern wir müssen uns das irgendwie was anderes überlegen und da ist es eben sowas perfekt. Ich habe die Kamera auf das Surface Hub gerichtet, im Endeffekt nichts anderes, das, was wir jetzt hier gerade auch haben. Ja, also, exzellentes Produkt. Jetzt gehe ich noch einmal, also das ist wie gesagt so ein Meetingraum, man kann sich natürlich auch in Homeoffice hängen, ja. Man kann dann den Rechner, wenn man diese Videobar am Rechner oder über den Monitor zum Beispiel hat, ist schon Luxus, muss man dazu sagen. Aber für solche Zwecke, dass man nicht den Laptop nutzt, um an einem Teams-Meeting teilzunehmen, sondern separate Geräte hat, die das vielleicht sogar besser können, mit einer besseren Kamera, mit einem weitaus besseren Sound. Dann geht man, ich habe sie extra mal hochkant gestellt, weil das ist nämlich möglich, und nimmt auf einem Schreibtisch eben keinen Platz weg. Und hier habe ich auch schon mal ein Video bei YouTube drüber, und zwar als es rauskam, habe ich da die erste Präsentation des Lenovo ThinkSmart View. Wie gesagt, ein kleines Tischgerät, mit dem man perfekt an Teams-Meetings teilnehmen kann. Und da ist auch ein Video, wie gesagt, online. Man muss einfach nochmal eingeben, ThinkSmart View. Und dann scrollt man ein bisschen runter. Ich weiß nicht, wie viele Personen das noch in der Vergangenheit gemacht haben. Aber da sieht man, da habe ich das nochmal so ein bisschen nochmal auf Herz und Nieren getestet. Ja? Hier möchte ich jetzt nochmal kurz dazu sagen, auch hier sind wir bei einem ganz, ganz wertigen Produkt mit einer unglaublich guten Verarbeitung. Und wie gesagt, ich kann sie hoch, er switcht dann auch rum. Ich kann es hochstellen, dann nimmt es gar keinen Platz weg. Oder ich stelle es einfach so hin. Ich habe hier einen Regler, damit kann ich die Kamera auf- und zuschieben. Das heißt, wenn ich mich nicht gesehen werde, kann ich natürlich über das Display auch ausstellen. Aber hier ist man auf der sicheren Seite, man zieht es hoch. Man hat hier dann ein rotes Pünktchen, was ich das sehen kann. Ja, und dann weiß man ganz genau, die Kamera ist aus. Ja. Hier oben hat man noch die Lautstärkenregelung und mehr ist da auch gar nicht dran. Das Ganze hier in so einem Soft-Touch-Schlag, ja, glaube, da habe ich mich bei meiner ersten Präsentation auch versprochen. Ein Soft-Touch-Lack, das merkt man sofort, ganz toll. Und dann hier das Ganze in so ein Gummi gefasst, da kommt dann das Stromkabel rein und dann kann man das schön auf den Tisch stellen. Ja? Und kostet, ich glaube, 369 Euro UVP. Ja? Also für 369 Euro, ganz ehrlich, da würde ich gar nicht drüber nachdenken. Ich meine, ich habe es ja von Lenovo zur Verfügung gestellt bekommen, ist jetzt nicht meins. Ich habe es zur Verfügung gestellt bekommen, um diese Präsentationsvideos zu machen. Und daher bin ich da jetzt auch gerne nochmal drauf eingegangen. Das Lenovo Business oder Lenovo ThinkSmart View Business ist jetzt nicht unter meiner Verantwortung, aber das mache ich eben sehr gerne für die Kollegen der ALSO und weil ich mich auch so ein bisschen mit dem Produkt verbunden fühle. Ja, dann haben wir jetzt hier eigentlich den Part Bose VW1 abgeschlossen. Wir haben auch nochmal zu der Verfügbarkeit von beiden Produkten, wir haben beides reichlich am Lager. Projektpreise beispielsweise bei dem Bose. Ja, ich nenne jetzt hier keine Preise, aber ich kann nur sagen, wenn ein größeres Projekt mit einer größeren Stückzahl von 10, also ab 10 und ab 20, das sind so zwei Staffeln, die es gibt, und da gibt es dann auch Projektpreise für sowas,
für die Bohne. Das wird dann selbst beantragt über ein Portal. Fatopia heißt das, wenn ich jetzt nicht versprochen habe. Fatopia. Und über dieses Programm kann man dann, über dieses Tool kann man dann das Projekt anmelden. Dann bekommt man einen Code. Den schickt man mir. Ich schicke ein Angebot und dann kann es losgehen. Ja, also auch alle anderen Themen, also wie gesagt, wenn es um die Poly-Produkte geht, um die HP-Produkte, um Yearlink-Produkte, bald Logitech-Produkte, gerne auch ThinkSmartView. Einfach zu mir kommen, ich leite das an die Kollegen in Bayern weiter. Die sind in, es fällt mir gerade nicht ein, wo sie sind, aber sie sind auf jeden Fall da und ich werde das Ganze dann natürlich so weiterleiten. Ja, und dann geht es eigentlich weiter zu meinem Steckenpferd, weil ich bin jetzt seit knapp 5 Jahren, war vorher Shopmanager einer Bang & Olufsen und Löwe Galerie und bin dann zur Also gekommen, muss ganz ehrlich sagen, also bin super begeistert und vor allen Dingen, dass ich wieder mit einem Produkt zusammenarbeiten kann oder was ich auch wirklich von klein auf aufgebaut habe, also das Business selbst, ja, das Surface Hub 1 wurde ja damals abgekündigt, leider. Da gab es dann irgendwann eine Zeit lang das Surface Hub 1 nicht mehr. Microsoft hatte eine Menge Zeit gehabt, das Surface Hub 2 zu bauen, zu konstruieren, zu entwickeln. Und das Ganze hat dann knapp ein Jahr, ich glaube sogar anderthalb Jahre später, kam dann endlich das Surface Hub 2 S auf den Markt. Ich war glücklicherweise einer der wenigen, die das in Seattle sich das Surface Hub damals angucken konnten und mit allen Funktionen. Und ich war sofort begeistert und habe gesagt, ich bin froh, dass ich wieder bei einer ähnlichen Qualitätsstufe bin, so wie das auch bei Bang & Olufsen war. Jeder, der Bang & Olufsen Fernseher zu Hause hat, der weiß, von dem was ich spreche. Wir sind hier auch in einer Preisklasse, wo ich am Anfang dachte, mein Gott, wer kauft sowas? Ja? Und dann sagte mein ehemaliger Chef damals, eine Menge Menschen, du wirst es sehen und du wirst es nicht glauben können, was tatsächlich, wie viele Menschen es gibt, die tatsächlich auf Qualität sehr hohen Wert legen und das Ganze auch mit einer unglaublich guten Haptik und in Funktion. Ja, weil bei so einem Fernseher ist es was anderes. Das ist ein Meetingraumprodukt. Ja, den Fernseher habe ich jeden Tag, wenn ich nach Hause komme und mit abschalten, schalte ich den Fernseher rein und kann das genießen. Und hier habe ich es wirklich nur an der Arbeit, in dem Meetingraum. Ansonsten sitze ich ja meistens eben in meinem Büro. Außer ich habe den Luxus, dass ich mir ein Surface Hub ins eigene Büro stellen kann. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Microsoft Surface Hub. Es sucht seinesgleichen. Wir sprechen von der, ich habe es immer so schön gesagt, was ist, glaube ich, auch nicht unanständig, die eierlegende Wollmilchsau. Ja, aber in dem Fall ist es einfach nur, um vielleicht ein bisschen eleganter ausgedrückt, die Mutter der Teams Rooms Systems. Und zwar haben wir hier ein Produkt, was eben alles komplett beinhaltet. Ich hatte ja in vielen meiner Online-Trainings und ich hatte auch schon größere Präsentationen vor vielen Menschen gehabt in unseren Showrooms und auf Messen. Und ich kriege immer wieder die Frage gestellt, was kann das denn jetzt hier mehr als ein anderes Produkt? Ja? Wenn wir das Ganze aufgeschlüsselt haben, was man für ein anderes Produkt, ich nenne jetzt hier keine Herstellernamen, aber wenn wir dann das alles aufschlüsseln, was hier enthalten ist, und wir müssten das bei dem anderen alles noch dazu kaufen, dann kommen wir bei dem Preis fast in die Nähe eines Surface Hubs. Ja, und hier haben wir dazu noch einen exzellenten Support, eine exzellente Qualität, das Ganze mit Steelcase nochmal abgerundet oder mit HKS. Wir haben ja unsere HKS-Standfüße, die sind ja motorisch höhenverstellbar und sind auch ein bisschen preisattraktiver, muss man sagen. Wobei das hier, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine runde Sache. Es passt einfach perfekt. Die Steelcase-Guys haben sich mit den Microsoft-Guys zusammengesetzt und haben dieses Konstrukt, dieses Design entworfen. Und komischerweise, ich habe jetzt gestern zum Beispiel im Internet mal ein Display von Ricoh gesehen. Und da muss ich echt sagen, das System macht einen guten Eindruck, alles. Ich habe mir auch mal ein Video angeschaut bei YouTube, um es mal so ein bisschen kennenzulernen und mal zu schauen, was so ein vergleichbares Produkt ist. Und da habe ich echt gesehen, dass es vom Design her absolut dem angelehnt ist. Ja? Also man sieht, viele springen auf diese Designsprache an, auf diesen Zug und machen ihr eigenes Produkt. Hier muss man dazu sagen, das ist ein in Anführungsstrichen vollwertiger PC mit allen Funktionen, die ein PC auch eigentlich hat. Ja, man hat jetzt nicht die typische
Windows-Oberfläche, die man auch sieht mit diesen lauter kleinen Icons, und man kann welche hinzufügen und doppelklicken und so weiter. Gibt aber ein Software-Update, dass das Surface Hub eigentlich fast genauso bedienbar ist. Ja. Das Enterprise-Update ist aus dem Internet zu ziehen. Das kann man auf einen Stick ziehen, dann kann man das mit dem Stick auf dem Surface Hub uploaden und kann dann das Surface Hub sozusagen Windows-fähig oder wie einen PC nutzen. Ja. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, also wir haben jetzt mal hier so ein Surface Hub bestellt, oder Sie haben so ein Surface Hub bestellt, haben das jetzt gerade geliefert bekommen, und dann fragt man sich, oder dann, man weiß es meistens durch meine Updates vielleicht, aber man fragt sich dann trotzdem so, was mache ich jetzt damit? Ja, ich mache jetzt mal eins, deswegen habe ich extra hier den Stecker dran gelassen. Ich ziehe jetzt hier einfach mal den Stecker raus. So, jetzt denkt man sich, ups, warum läuft das denn weiter? Für diejenigen, die es noch nicht wissen, das Surface Hub arbeitet mit APC bei Schneider Electric, und zwar mit einem Akku zusammen. Und damit ist man sowas von flexibel. Und wenn wir jetzt mal schauen, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne, damit wir das hier auch vernünftig sehen. So. Ah, jetzt haben wir eine Lampe drin, aber die wird, glaube ich, nicht viel Fläche wegnehmen. So. Also, hier ist ein Akku verbaut. Und dieser Akku, der wird ganz einfach, da gibt es auch ein Tutorial bei mir, also nicht bei mir, sondern bei YouTube auf unserem Also-Kanal. Und da kann man sehen, wie dieser Akku in die Ablage hier unten eingebaut wird. Ich glaube, ich habe für das Video, 7 Minuten gebraucht. Also sowas mit einem Drum und Dran und Kabel verbinden und schön machen und Schrauben dran machen. Und daher, man sieht, wie einfach das ist. Es wird einfach quasi da durchgeschleust oder durchgeführt. Und ja, dann habe ich den Akku hier unten. Das Surface Hub läuft mit dem Akku bis zu 2 Stunden unter Volldampf, sag ich mal. Also das hier ist jetzt Volldampf. Und zwar mit der Whiteboard-Applikation, umso mehr Weißanteil im Bild ist, umso mehr muss das Display leisten, umso mehr wird der Akku leer gezogen. Daher bei einer PowerPoint-Präsentation, wie auch immer, wir haben ja natürlich sehr viel Weiß, aber bei dunkleren, oder wenn man sich über YouTube zum Beispiel irgendwas anschaut, wenn wir jetzt hier mal gucken, ich habe hier vorhin mal ein YouTube-Video gestartet und habe hier mal ein bisschen Chill-Out-Musik gehört. Das ist nämlich auch wieder etwas, was man ganz schön machen kann, dass man eben sich ein bisschen Zeit vertreibt, kann ich mir hier nebenbei auch mal vielleicht mal ein Video anschauen oder was auch immer. Also mit dem Edge-Browser bin ich eigentlich auf allen Seiten, kann ich auf alle Seiten zugreifen. Und da ist natürlich dann auch bei einem Video, gut, auf der anderen Seite, durch sehr viel Rechenleistung ist, verbraucht natürlich auch wieder mehr Strom. Ja. Also ein Surface Hub, wenn ich hier unten mal auf die Windows-Taste drücke, ist wie gesagt ein von Microsoft gebautes, konstruiertes, entwickeltes Produkt und auch wirklich mit, ja, also die Microsoft-Leute haben da sich wirklich, die haben das Surface Hub genommen und haben ihre Office 365-Umgebung einmal komplett mit dem Surface Hub arbeiten lassen. Und zwar, das funktioniert einwandfrei. Und das sind nämlich auch diese Themen, dass wenn man mit separaten Rechnern arbeitet, in anderen Displaygrößen und so weiter, dass es sein kann, dass natürlich diese Display oder dass die Maße nicht mehr passen. Das heißt, man hat eine PowerPoint-Präsentation und dann ist die total verschoben und so weiter und so fort. Und das sind zum Beispiel so Dinge, das wird bei einem Surface Hub nie passieren. Denn eine PowerPoint-Präsentation, eine Excel-Liste, ein Word-Dokument oder was auch immer, ist aufeinander abgestimmt. Diese Applikationen, die hier in diesen Kacheln zu sehen sind, PowerPoint, Word, Excel, OneDrive, Power BI, Teams, Whiteboard, verbinden komme ich gleich zu, das ist alles aufeinander abgestimmt, das ist alles perfekt, einfach perfekt, arbeitet es miteinander. Ja? Das Whiteboard zum Beispiel. Ja, wenn ich jetzt hier, das Whiteboard, das ist ja auch so, es gehört zu einem der besten Whiteboards, die es gibt. Ja, man sieht es auch zum Beispiel, dass sich die Helligkeit verringert, wenn ich hier eine andere Oberfläche habe. Ich schieße wieder ein bisschen weiter zurück. Es ist dann vielleicht doch ein bisschen besser, alleine wegen der Lampe, die jetzt da drin ist. Also, mit dem Whiteboard zu arbeiten, macht einfach Spaß. Ja? Ich kann jetzt einfach mal was zeigen. Und zwar, hier ist der Stift. Der Stift ist bei dem 50 Zoll einmal dabei, so wie die Kamera auch, einmal im Lieferumfang enthalten. Beim 85 Zoll haben wir eine Kamera und 2 Stifte. Das ist einfach eine größere Distanz. Da kann man ein Stück auf die linke und ein Stück auf die rechte. Das ist ja magnetisch. Ja? Hier so dran stecken und dann hat man davon 2. Ne? Also wie gesagt, die Whiteboard hier,
ist es so, dass wir mit dem 50 Zoll sehr viel arbeiten, weil das 85 Zoll ist eben da, gibt natürlich auch auf Rollen, gibt es auch auf dem HKS-Fuß mit Motor und so weiter, ist alles sehr flexibel und so weiter, aber mit einem 50 Zoll, das kann ich ja immer eben hier, wie ihr gerade gesehen habt, einmal nach vorne ziehen. Es kann mit dem Akku betrieben werden, das kann aus 85 Zoll nicht, weil das Display einfach zu groß ist, da müsste der Akku, denke ich mal, dreimal so groß sein und das zahlt keiner und das kann auch keiner einbauen. Ja, das ist also so, das ist so filigran, wie es jetzt hier gerade eingebaut ist, kann man beim 85 Zoll ja nicht. Aber mit meinem Slogan Hab verstanden zum Beispiel, der basiert übrigens auf meiner Handschrift. Und zwar habe ich hier einfach, ich kann das ja mal zeigen, ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eingebe, Moment, so, einfach mal eingebe, hier mal das, die Farbe schwarz und gebe hier mal ein, Hab verstanden. So. Meine Schrift ist ja, denke ich mal, einigermaßen leserlich. Ja, gibt es aber vielleicht auch Personen, die haben, die können das nicht an der Tafel schreiben oder was auch immer. Dann kann man eigentlich schreiben, wie man will. Man nimmt jetzt einfach das Geschriebene, kreist das mit diesem Lasso hier unten ein, drückt hier oben auf den Zauberstift. Ja, bring mich dorthin. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Hervorragend. So, das sind jetzt zum Beispiel so typische Dinge gerade, weil wovor ich Angst hatte bei der Bose, dass sich hier zum Beispiel eine Funktion oder sich da etwas aufhängt. Die Sitzung wird unterbrochen. Ja, wir sind hier absolut live in diesem, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz rein. Alles ist wieder da, Gott sei Dank. Ja, aber auch sowas gehört dazu und damit muss man umkönnen. Also ich komme ja aus dem Einzelhandel und früher dann sind die Kunden auch bei mir reingekommen und wenn ich dann eben hier vor dem Produkt stehe und es funktioniert nicht, was sehr, sehr oft passiert ist, dann muss man auch gucken, wie man da wieder rauskommt. Ist sehr unangenehm, ja, die Panik habe ich so ein bisschen abgelegt, muss ich dazu sagen. Also das Ganze noch einmal. Ich nehme mir das Lasso, umschlinge sozusagen das Geschriebene und drücke auf mein... Okay, also, lange Rede, kurzer Sinn. Das möchte er jetzt gerade nicht machen. Ich weiß nicht warum. Kein Problem. Solange er nicht runterfährt, ist alles gut. Was da rauskommt aus meinem Geschriebenen, was ich gerade per Handschrift behandelt habe, ist eben das. Ja? Also das macht das Surface Hub daraus. Deswegen habe ich diesen Slogan auch genommen, weil das Surface Hub diesen Slogan selber sozusagen entwickelt hat. Das ist zwar meine Schrift, aber alles andere, auch hier, das Surface Hub ist das Bild vom Surface Hub. Ja, das könnte ich zum Beispiel mal zeigen. Man könnte hier unten auf den Stick, der da eingebaut ist. Dann gehe ich hier einfach mal auf das Bild und sage einfügen. Jetzt habe ich dieses Bild gestochen scharf hier, direkt aus dem Internet gezogen. Ja, ich habe es nur auf dem Stick abgelegt, weil, wie gesagt, man kennt das ja, wie man es gerade gesehen hat, dass es vielleicht irgendwas nicht funktioniert. Jetzt habe ich es ja auf dem Stick, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es da ist. Dann nehme ich wieder das Lasso. Okay, ah, jetzt geht es wieder. So, das Lasso einmal rein, drumherum und dann wird das gerendert und man sieht sofort, es ist genau dasselbe. Also dieses Hub ist sozusagen aus dem Foto entstanden und dann der Schriftzug dazu und so weiter und so fort. Ja. Ja, irgendwas ist da jetzt hier gerade ein bisschen faul, aber naja, gehört auch dazu, wie gesagt. Ansonsten kann ich zu 100% meine Garantie geben, läuft das Surface Hub absolut einwandfrei. Es gibt eine Funktion, also ich habe auch so ein paar Fragen natürlich da. Also Kunden stellen mir sehr oft die Frage, was ist denn mit der Drehfunktion? Das hat doch jedes Hub, jedes Flip und ja, das ist so, Microsoft hat damals diese Funktion in das Surface Hub eingebaut, hat sie mit einem Riegel sozusagen geblockt und hat dann die Software, und in der Software wird jetzt gerade noch gearbeitet und wann es kommen wird, wissen wir nicht. Daher ist es so, wenn ein Surface Hub geliefert wird, ist diese Funktion gelockt. Ja, man kann sie also nicht, man kann also das Surface Hub nicht drehen. Ganz einfach eigentlich, man zieht das Cartridge hier unten raus. Da gibt es eine kleine Schraube, also man zieht erstmal das Stromkabel ab, dann kann man so einen kleinen Regler mal zur Seite machen, dann hat man eine kleine Schraube, die kann man rausdrehen und hinter dieser Schraube ist das Cartridge, das zieht man raus und dann hat man oben drauf so ein Plastikpinökel, sag ich mal. Ja. Den schraube ich ab, schiebe das Cartridge wieder rein, drehe die Schraube wieder fest, Regler rüber, Stromkabel rein
und dann ist die Funktion gegeben. Wie man jetzt sieht, softwareseitig switcht es nicht um, wie es bei jedem Telefon ist. Das funktioniert noch nicht. Aber wir können die, da wir ja hier mit den ganzen, wir können ja hier hantieren, wie wir wollen. Ja, das heißt also, jedes Bild und so weiter, jedes Dokument, alles, was ich noch so, was ich so zeige oder zeigen möchte im Hochformat, kann ich im Hochformat zeigen über die, über das Whiteboard. Ja? Weil es ist ja hier ganz einfach zu drehen. Ja? Oder ich habe jetzt zum Beispiel mal, das habe ich, das, weiß ich nicht, ich gebe ja so ein paar Beispiele. Und aus meinen Online-Trainings, die ich so anbiete, gibt es ja auch viele Reaktionen und so weiter. Ich habe schon einen Kunden gehabt, der wollte sich das Surface Hub mit dem Motorstandfuß von HKS auf seinen Bulli stellen. Der war in der Baubranche und wollte mit dem Surface Hub direkt zum Bau fahren, damit er mit dem Architekten und dem Bauherrn und so weiter dort direkt mit dem Surface Hub arbeiten kann. Ob es umgesetzt wurde, weiß ich nicht. Aber auch solche Ideen, die kommen jetzt nicht von mir, sondern die habe ich tatsächlich in einem meiner Online-Trainings, so sind die dann sich daraus kristallisiert. Oder beispielsweise im medizinischen Bereich. So, jetzt haben wir ja hier, ich habe was vorbereitet, unseren Stick mit einem menschlichen Skelett. Der Patient war gerade in der Untersuchung und kommt jetzt zum Arzt in das Besprechungszimmer rein und hat gerade vielleicht sich einen Arm oder ein Bein gebrochen und möchte mit dem Arzt jetzt das Röntgenbild besprechen. Und dann kennen wir das ja so, in der Vergangenheit ist es ja so, oder es ist auch immer noch bei vielen so, man hat dieses Röntgenbild ausgedruckt, ja, so, und hat man das, kann man das hinter so eine leuchtende Wand stecken und dann kann man dem Patienten, wo er selber, der Patient selber wahrscheinlich gar nichts drauf erkennen kann, aber der Arzt sieht so ganz sofort, wo da der Bruch ist. Hier, das erkennt jeder. Ja, und viele hatten auch noch oder haben auch immer noch ein Skelett vielleicht in voller Größe da, aber ja, staubt voll, braucht man nicht. Ja, in dem Fall nehme ich jetzt einfach das Surface ab. Das steht, weil es sowieso schon so steril aussieht, passt das vielleicht ganz gut in so eine Arztpraxis rein. Dann nehme ich das Ganze und wenn der Patient in das Besprechungszimmer reinkommt, dann ist das schon alles so aufgebaut. Ja, und dann nehme ich den Stift und kann mit dem Patienten ganz genau erklären, wo er jetzt sich hier die Fraktur zugezogen hat. Ja, ob das jetzt hier zum Beispiel ein gebrochenes Schienbein ist, ja, und da müssen wir hier zum Beispiel Schrauben rein mit einer Platte, damit das befestigt wird. Ja, oder es gibt Patienten, die haben zum Beispiel hier vielleicht ein Problem mit der Kniescheibe oder mit den Knien im Großen und Ganzen oder mit der Hüfte, die steht schief. Ja, da kann man das eben so nutzen. Das sind so Dinge, wo man auch als Reseller vielleicht mal versucht, mit dem Surface Hub einfach in so eine Arztpraxis zu kommen. Um einfach mal da mal neue Horizonte, neue Möglichkeiten zu schaffen. Ja, das ist nur eine Möglichkeit, um diese, ein Beispiel, um diese Hochkantfunktion zu nutzen. Ja, weil wie gesagt, wenn man es so hat, dann ist das zwar auch möglich und das wird auch jeder Patient, wird das auch einwandfrei verstehen. Aber ja, gut, ist hier ein bisschen kleiner. Ja, das sind so die Beispiele oder so, wie man einen Surface Hub nutzen kann. Wie gesagt, ich brauche jetzt hier keine PowerPoint-Präsentation rausholen oder was auch immer. Es wird jetzt auch alles viel zu lang. Ich möchte, da ich ja dieses Webinar sowieso in gewisse Kategorien aufteile, sodass jeder hinterher die Möglichkeit hat, zu dieser Kategorie zu switchen, wo er hin möchte, oder zu sagen, boah, Quatsch, mir viel zu viel, geht's weiter zum nächsten Thema, oder ich switche vor. Deswegen werde ich das Ganze mal so ein bisschen in verschiedene Bereiche setzen. Und dann kann man sagen, okay, das interessiert mich, interessiert mich nicht, das gucke ich mir nicht an. Weil wir sind ja jetzt hier auch schon in der Aufnahme von 1,5 Stunden und 1,5 Stunden ist natürlich auch eine lange, wobei wir natürlich auch vorher sehr interessante Dinge gehört haben, alleine schon von dem MTG-Business. Gehe ich nochmal ganz kurz zum Schluss auf unsere Services ein, die extra für das Surface Hub maßgeschneidert sind. Und zwar ist es so, dass ein Surface Hub zu kaufen, ein UVP von 9.699 Euro ohne Standfuß, ja, möchte ich mir gerne vorher im Unternehmen oder im Meetingraum, möchte ich es gerne auf Herz und Nieren testen. Ich möchte nicht die Katze im Sack kaufen, denn ich möchte wissen, ist das Surface Hub überhaupt das richtige Produkt? Oder möchte ich doch lieber auf ein
anderes Display, größeres Display, mit externen Rechner oder was auch immer mitarbeiten und ich mit dem Surface habe, ja, dann weiß man das ganz genau, wenn man sich bei uns eins von unseren 4 Demo-Devices geliehen hat. Wir haben unseren Kollege Olaf Brandt zuständig bei der Web-End-Store. Die Web-End-Store ist auch unsere Tochtergesellschaft in Berlin. Die sind auch dafür zuständig, dass sie zum Beispiel Produkte ankaufen. Also haben sie noch einen Service Hub 1, was sie unbedingt loswerden wollen, gäbe es da zum Beispiel eine Möglichkeit, sich von der Web-End-Store ein Angebot machen zu lassen und zu sagen, okay, das passt, dann kann ich dafür jetzt das Service Hub 2 kaufen, muss natürlich ein bisschen was drauflegen dann, ja, aber man hat ja eben das neueste Produkt. Das wäre jetzt die eine Möglichkeit. Oder, wie gesagt, über unsere Web-End-Store, über den Olaf, dann ein Produkt zu, einem Service Hub zu leihen. 4 Stück haben wir insgesamt, sind eigentlich immer ausgebucht. Die Preise sind wirklich, auch wie gesagt, ich spreche hier nicht über Preise, aber die sind wirklich, wirklich gut. Ich habe jetzt schon von vielen gehört, dass wir mit Abstand den besten Preis am Markt haben, gerade wenn es um die Leihstellung geht. Auf der anderen Seite muss man sehen, so eine Leih oder so ein Surface Hub kostet mit Standfuß, allem drum und dran, roundabout 10.000 Euro. Dann kommt jetzt noch so ein Flight Case mit dazu. Das Ganze hat ungefähr eine Schwere von, ich sag jetzt mal, 300 bis 400 Kilo. Dann überlegt man sich, ist ja massiv, damit da nichts passiert auf dem Transportweg. Dann überlegt man sich, wer nimmt das so mit, auch in der Höhe, von der Größe und so weiter. Und da haben wir eben eine Spedition gefunden, die das macht, auch relativ günstig macht, versichert natürlich. Das Service Hub wird abgeholt, wird direkt zum Kunden gebracht, zu Ihnen gebracht und wird dort dann übergeben. Und sobald man dann natürlich dann der Spediteur das übergeben hat, fällt die Garantie und alles das natürlich auf denjenigen, geht natürlich über. Auf den Transportwegen ist auf jeden Fall alles versichert. Daher passiert dann nichts. Mit dem Steelcase-Fuß konnten wir es leider nicht anbieten. Viele sagen, ja, ich würde es aber ganz gerne mit dem, weil es muss ich mir ja auch anschauen, wie das dann bei mir da in der Ecke aussieht. Da muss man eben einfach leider ein bisschen Fantasie haben, weil ich finde auch den Fuß von HKS eigentlich ganz nett. Der ist schwarz, ne? Er ist auch da, gebe ich gerne weitere Informationen drüber. Und das ist ein Motorstandfuß, der ist nicht zu klobig oder zu groß, sondern er ist eben relativ filigran und schwarz von vorne. Das hat es ja von vorne auch schwarz, deswegen passt das ganz gut und hat überall Platz. Und viele, viele Kunden haben auch schon tatsächlich auf den HKS geswitcht, weil sie gesagt haben, einmal ist er preisattraktiver, er kann in der Höhe verstellen. Auch da gibt es übrigens ein Video online bei YouTube. Und zwar ist das Video, wo ich unsere Service vorstelle. Quasi das, was gerade die Anna gemacht hat. Unsere Service und Solution Sales und dann switche ich von dem, von unserem, oder das habe ich ja zu Hause gedreht, da war es ja so, dass ich das Service Hub echt mit nach Hause genommen hatte. Und dann switche ich in unseren Showroom und dann sieht man mal, wie hoch das Service Hub auf dem Standfuß, ich habe es nicht, das war nicht drauf, sondern nur der Adapter war sozusagen zu sehen, aber man konnte sehen, dass der Adapter hier stand. Und wenn man sich vorstellt, dass der Adapter in der Mitte des Displays ist, ja, dann ist die Unterkante hier. Das heißt, jeder, der 2,10 Meter groß ist, kann absolut gerade an dem Service Hub arbeiten. Und das sind eben für viele sind das Argumente, dann eher ein HKS-Produkt zu nehmen als vielleicht ein Steelcase. Deswegen entschuldigen Sie, dass der Steelcase-Fuß so nicht in dem Lieferumfang der unserer Leihstellung dabei ist, weil wir wollten einfach das Service Hub Ihnen geben, dass Sie nichts mehr umbauen müssen. Die Kollegen in Holland zum Beispiel, die haben einen Case entwickelt, total genial. Da kann man das Display abnehmen und kann man hochkant vor den Standfuß stecken. Das ist dann natürlich eine super quadratische Geschichte und in der Höhe ungefähr so. Genial. Aber der Kunde muss oder Sie müssten dann, wenn es ankommt, das Display mit 2 Mann da rausziehen und dann an den Steelcase-Fuß an. Das ist nicht gerade einfach. Also rein geht noch, aber raus ist wirklich ein bisschen fummelig. Und da muss es einem nur aus der Hand rutschen und dann haben wir den Salat. Daher, wir wollen, dass das Surface Hub komplett geliefert wird, dass man es einmal ausprobieren kann. Stecker in die Steckdose, Demo-Account drauf und los geht's. Und mit dem Demo-Account, ja, also man bräuchte einen vollwertigen Office 365-Tenant und dann würde das einwandfrei funktionieren. Ja, und dann hat man alle Möglichkeiten, Applikationen, Teams und so weiter vom Feinsten. Und gerade Teams ist eben auch nochmal das Interessante daran, dass ich hier, also wirklich, jetzt haben wir vorhin davon gesprochen, das ist so die Mutter aller Teams, Room Systems. Und wir sprechen aber hier nicht von einem MTA, das Service Hub fällt nicht unter einem MTA-System, sondern ist eben eigenständig. Und ein Beispiel, Proximity Join, eine Funktion,
die ein MTA-System mit sich bringt, weil es auf Windows-Basis basiert, genau wie das Surface Hub auch. Ich komme in einen Meetingraum, ich habe meinen Meetingraum gebucht und habe meinen Call, oder ich hatte den Call schon angefangen und bin gerade unterwegs, bin vielleicht ein bisschen spät reingekommen und gehe in den Meetingraum rein. Die Kollegen, ich bin alleine, also der Meetingraum, oder es ist ein kleiner Meetingraum, die Kollegen sind nicht dabei, die Kollegen sind alle online und sind schon in dem Call drin. Ich komme dazu, will in dem Meetingraum Platz nehmen, weil ich das Surface Hub brauche, um da was auszuarbeiten und eben einfach ein größeres Display zu haben, wenn der Kollege sein PowerPoint shared. So, dann komme ich in den Raum rein und auf einmal erkennt das Surface Hub, da ist ein Teilnehmer, der gerade an einem Meeting teilnimmt. Also präsentiere das jetzt gerade mal so oder erkläre das mal so, dass es wirklich einfach ist. Natürlich ist das Ganze, das Ganze muss auf Bluetooth laufen und so weiter. Aber trotzdem, ich versuche es Ihnen so einfach wie möglich zu erklären, denn so ist es. So einfach, wie ich es erkläre, ist es. Ich komme in den Raum rein, da steht ein Microsoft-Produkt, was Teams zertifiziert ist, beziehungsweise auf der Basis oder diese Funktion hat. Dann übergebe ich sozusagen von meinem Handy oder von meinem Laptop, übergebe ich die komplette, den kompletten Call an das Surface Hub. Nahtlos. Kein Mensch kriegt irgendwas mit. Und ich kann einfach zuklappen, Handy hinlegen und kann hier einfach weitermachen. Und niemand hat gemerkt, dass ich gerade in einem anderen Raum war, dass ich vorher vielleicht dann am Handy war, außer ich habe meine Kamera an, dann sieht man es natürlich. Das sind zum Beispiel solche Funktionen, die bieten einem ein MTA-System, die es bietet im Surface Hub. Und das ist eben einfach, man kann da mal mit reinschauen, Proximity Join. Das ist diese Funktion. Gibt es sehr viele, die das auch nochmal erklären. Auch bei YouTube gibt es darüber sehr viel. Also das sind zum Beispiel so Dinge. Ja. Oder für unsere Reseller zum Beispiel auch mit dem neuen Software-Update dann auch gegeben, dass man Autopilot zum Beispiel nutzen kann. Autopilot ist bei den Surface-Produkten zum Beispiel schon gang und gäbe. Völlig normal. Endkunde bestellt ein Surface Hub oder ein Surface-Produkt. Und hat schon gewisse, also er möchte, wenn das Surface Hub, spricht mal vom Surface Hub, wenn das Surface Hub ankommt, möchte er sofort loslegen. Er will nicht noch erst irgendwelche Accounts erstellen, machen und tun, sondern er will sofort loslegen. Dann gibt es die Funktion Autopilot. Das bedeutet also, alle Applikationen oder alles, was der Kunde benötigt, um sofort arbeiten zu können, wird schon vorher auf das Surface Hub integriert. Ja, es wird sozusagen die ganzen Passwörter und so weiter, wird natürlich alles verschlüsselt, also so, dass es wirklich sicher ist, werden an einen Server übertragen. Der wird dann bereitgestellt und hat dann sogar sozusagen dieses Image, was dann komplett auf das Surface Hub übertragen wird. Das heißt also, wenn der Kunde dann das Surface Hub auspackt, hat es an den Steelcase-Fuß gehangen und den Stecker reingesteckt, dann geht's los. Weil dann braucht man nämlich nicht mehr großartiges Eingeben, sondern der zieht sich die ganzen Informationen aus und von dem Server runter, ja, ist sofort einsatzbereit und man hat seine Ruhe. Das ist nämlich genau das, was mit den neuen Software-Updates auch schon mit integriert ist. Ja, das war eine Menge Informationen und es gibt auch noch weitere Informationen über das Surface Hub natürlich. Wichtig ist natürlich auch, dass man das Ganze mal sieht, wie sieht der Partner, mein Teilnehmer oder mein Meetingraum, kriege ich das durcheinander. Also wie sehen das die Kollegen oder die Personen, die hinter der Kamera, also die mit dem Surface Hub arbeiten, wie sehen die mich aus diesem Weitwinkel in der Kamera? Wie können wir zusammen an einem Meeting über Teams an einer Folie arbeiten? Ja, auch zum Beispiel ganz interessant, wenn ich hier jemanden anwähle, zum Beispiel einen Kollegen anwähle, der mit mir zusammen an dem Whiteboard arbeiten wollen. Dann kann ich was ausarbeiten und sobald er irgendwas daran ändert, wird er als kleiner Icon angezeigt. Ja, und ich sehe sofort, ach guck mal, der ändert was daran. Dann wird das Ganze abgespeichert im OneDrive oder in einem SharePoint und ich kann es mir jederzeit wieder anschauen. Und das sind viele, viele, viele Dinge und auch noch viele weitere Dinge, die mit dem Surface Hub möglich sind. Eine Sache möchte ich noch sagen, auch mal von hinten das Ganze mal zu sehen. Einmal lässt sich das sehr schön, selbst auf so einem Teppich, sehr gut drehen. Ja, weil die Rollen darunter eben einfach schön groß sind, bei dem Marker ist übrigens gleich. Ja, hier hinten ist das Herzstück. Hier ist alles enthalten, der komplette Rechner und so weiter. Und dieses Cartridge sitzt hier drin. Hier ungefähr ist dieser kleine Plastikpanökel, den man dann entfernt. Und hier sitzt auch noch ein Subwoofer. Ein großer, also ne, in Anführungsstrichen, weil wir haben es ja so, dass wenn man das sieht, ist es das Design eines Surface Hub ist ja so ein bisschen angelegt an das Surface Book.
Wenn man das von vorne sieht, dann hat man hier auch diese kleinen Stütze, wo dann der Hochton rauskommt, ja, und den Raum sozusagen beschallt. Aber wir brauchen noch ein bisschen Bass, weil bei dem Surface Hub 1 war es so, da waren an der Seite diese Flügel, wo die Kameras integriert waren, und da war ein bisschen mehr Volumen dahinter. Das reicht, wir haben da nicht einen guten Sound gehabt. Das hatten wir bei dem Surface Hub 2 jetzt nicht mehr. Hier ist es eben so, dass man im Hintergrund diesen Subwoofer verbauen musste, um den Sound wieder schön satt zu hinzubekommen. Denn ich komme aus dem HiFi-Bereich, ich habe das 20 Jahre gemacht, ich bin da geprägt und ich habe da auch wirklich eine Affinität und auch einfach eine Begeisterung für sowas. Denn was bringt mir das, wenn ich eins der größten Displays zu Hause, auch im Fernseher zum Beispiel zu Hause habe und gucke dann über diese kleinen Quäken, die da im Display oder im Fernseher verbaut sind. Da ist einfach die Emotion und das ganze Kinoerlebnis, und wenn es noch so groß ist, geht einfach vor die Hunde. Ja? Beispielsweise, man hat so einen Beamer und hat zu Hause, projiziert das zu Hause auf die Leinwand und nimmt die Lautsprecher, die in dem Beamer verbaut sind. Natürlich höre ich was. Natürlich funktioniert das. Aber sind da Emotionen dabei? Ist das Entertainment? Nein, definitiv nicht. Und das kann das Surface Hub nämlich auch, denn wenn ich mir jetzt mal wie eben gerade zum Beispiel hier mal ein bisschen Chillout mehr anschaue oder wie auch immer, dann ist das, oder anhöre, dann ist der Sound schön satt und so muss es sein. Ja? Deswegen würde ich also sagen, wenn Sie weitere Fragen haben sollten zu dem Bereich Surface Hub, zum Bereich MTA, Bose, ThinkSmart View, zu unseren Services, ich bin für Sie da, genauso wie die Anna, genauso wie alle anderen Personen, die jetzt gerade gesprochen haben, und die Violetta, der Jens und so weiter. Wir sind für Sie da. Rufen Sie am besten immer mich an. Ja, meine Telefonnummer bzw. meine Kontaktdaten, ich werde die in die Beschreibung bei der CTV unserer Messe, werde ich die in die Beschreibung setzen, sodass Sie da auch alle Informationen haben. Kommen Sie zu mir. Und ich leite weiter, wenn ich nicht weiterkommen sollte. Und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Diejenigen, die sich das wirklich von Anfang bis Ende angeschaut haben, vielen lieben Dank. Und bleiben Sie gesund. Haben Sie noch viel Spaß auf unserer CTV, unserer Messe. Und schauen Sie sich noch andere, viele Videos an von den Kollegen. Es ist wirklich sehr viel Information dabei, was einfach uns momentan so die Arbeit erleichtert und auch tatsächlich zu dem Bereich der Meetingraum der Zukunft gehört. Bleiben Sie gesund, bis bald. Ciao.